für den Bodenbackofen auf 175 Ober-Unterhitze vorheizen, die Eier trennen, Schokolade und Butter in eine Metallschüssel geben und über dem Wasserbad schmelzen, Tee unternehmen, 50 Gramm Zucker, die Sahne und die Eigelbe unterrühren, Mehl mit Kakaopulver 7-2-mal durchsieben und in die Schokoladenmasse rühren. Eiweiße mit Salz steif schlagen, dabei den restlichen Zucker, Klammer auf, Bug, Klammer zu, einrieseln lassen und weiterschlagen, bis ein glänzender Eischnee entstanden ist. Ein Drittel des Eischnees in die Schokoladenmasse rühren, den Rest vorsichtig unterheben. Den Teig in eine Springform füllen. Im Ofen auf mittlerer Schiene 40 Minuten backen unterstrich herausnehmen, etwas abkühlen lassen und aus der Form lösen. Für die Mango-Creme-Gelatine in etwas kaltem Wasser einweichen. Die Eier trennen. Schokolade und Butter in eine Metallschüssel geben, über dem Wasserbad schmelzen und Rehr unternehmen. 6 Esslöffel Mango-Mus erwärmen, die Gelatine gut ausdrücken und darin auflösen. Restliches Mango-Mus hinzufügen und alles in die Schokolade rühren. Eigelbe mit Frischkäse glatt rühren und ebenfalls in die Schokoladenmasse rühren. Sahne steif schlagen. Eiweiße mit Salz steif schlagen, dabei den Zucker einrieseln lassen. Sahne und Eischnee unter die Schokoladenmasse heben, sobald diese beginnt zu gelieren. Einen Tortenring um den Boden spannen. Die Mangocreme auf dem Boden verteilen und glatt streichen. Im Kühlschrank 2 Stunden fest werden lassen. Für den Guss Schokolade hacken. Sahne in einem Topf aufkochen. Vom Herd nehmen, Schokolade und Butter einrühren. Etwas abkühlen lassen. 60 ml Wasser mit dem Zucker in einen Topf geben und aufkochen. Zuckerwasser in die Schokoladenmasse rühren. Etwas abkühlen lassen. Den Tortenring lösen und die Torte rundherum mit dem Schokoladenüberzug bestreichen, mit Schokoladendeko verzieren. Im Kühlschrank 30 Minuten fest werden lassen.